Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute exposen wir mal dumme Kommentare unter meinen Videos. Auch das hier werde ich zum Format machen, also wird so ein Video öfter kommen, sobald ich genug Kommentare gesammelt habe. Da das hier allerdings das erste Video der Reihe ist, bin ich jetzt nicht alle Kommentare aller meiner Videos durchgegangen. Ich habe das mal auf die Videos von November und Dezember beschränkt. Bevor wir aber zu dämlichen Kommentaren kommen, gehen wir mal einen guten Kommentar durch, der berechtigte Kritik dagelassen hat. In meinem letzten Achmat-Video sagte ich folgendes. Er wirft hier KuchenTV unironisch vor, den Holocaust zu relativieren, weil er beweisen kann, dass Ahmad antisemitische Quellen für sein Israel-Video genutzt hat. Holocaust-Relativierung kann ganz leicht als Volksverhetzung bestraft werden, was also im Umkehrschluss heißt, dass Ahmad ihm eine schwere Straftat vorwirft. Und das an sich ist auch schon wieder eine Straftat, die Ahmad einfach so nebenbei begeht. Der Kommentar: Gutes Video, nur eine Frage. Ist Volksverhetzung eine schwere Straftat? Zählt er schon zur Kategorie Verbrechen? Lustigerweise hatte ich mir bei dem Ausdruck schwere Straftat überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich dachte nicht an eine juristische Klassifizierung, sondern ich meinte schwer im Sinne meiner Empfindung. Also Holocaust-Relativierung finde ich schon heftig. Also hier zur Klarstellung. Ahmad hat KuchenTV nicht eine schwere Straftat vorgeworfen, wie man hier sehen kann. Allerdings zählt die üble Nachrede wohl darunter, was also heißt, dass der unberechtigte Vorwurf von Ahmad eine schwere Straftat sein könnte. Kommen wir aber jetzt zu den dummen Kommentaren. Der erste dumme Kommentar wurde unter meinem Video über die Klimakleber gepostet. Der Kommentar bezieht sich auf folgende Aussage im Video. Also ja, die Klimaaktivisten der letzten Generation haben da meiner Meinung nach tatsächlich eine Teilschuld an dem Tod der Radfahrerin. Aber wisst ihr wer noch? All die Idioten, die in dem Stau standen und keine Rettungsgasse für den Rüstwagen der Feuerwehr gebildet haben. Die Klimaaktivisten haben nämlich immer eine Option für eine Rettungsgasse, wo Leute nicht angeklebt sind und einfach aufstehen können. Der Kommentar dazu: Rettungsgasse? Der Stau zieht sich über Kilometer. Woher wollen die wissen, wann eine Rettungsgasse gebildet werden soll, wenn sie nicht wissen, ob zwei oder drei Straßen weiter ein Rettungswagen steht? Auf der Autobahn kann man mit Leichtigkeit eine Rettungsgasse bilden, weil genug Platz vorhanden ist. In der Stadt gibt es die Möglichkeit nicht überall. Also erstens sollte man bei Stau immer eine Rettungsgasse bilden. Immerhin ist das ja auch Pflicht und wird mit einem hohen Bußgeld, Punkte in Flensburg und Fahrverbot bestraft. Zweitens hing der Rettungswagen ja in dem Fall nicht in der Stadt, sondern auf der Autobahn A100 fest. Also ist das Argument, dass es in der Stadt Platzprobleme gibt, hier völlig irrelevant. Demnach bleibt meine Kritik von dem Kommentar völlig unberührt. Unter demselben Video habe ich noch einen dämlichen Kommentar erhalten. Er bezieht sich auf folgende Aussage von mir. Man fordert jetzt höhere Strafen für Klimaaktivisten. Die Union fordert, Klimaaktivisten härter zu bestrafen, die sich auf Straßen festkleben oder in Museen Kunstwerke mit Brei oder Suppe bewerfen. Der Bundestag debattierte am Donnerstag lebhaft einen entsprechenden Antrag der Opposition. Und das halte ich für ziemlich dumm, denn ja, sie bauen und machen illegale Sachen. Die müssen auch definitiv bestraft werden, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber warum denn härter? Die machen das ja für einen edlen Zweck, das darf man ja am Ende nicht vergessen. Und dementsprechend würde ich sagen, sollte man die eher weniger hart bestrafen. Der Kommentar: Ich muss dich an der Stelle mal fragen, ob du behindert bist. Klimaterroristen gefährden nachweislich vorsätzlich Menschenleben und haben möglicherweise schon welche auf dem Gewissen. Und du denkst, es wäre ein gutes Signal, weniger harte Strafen auszusprechen? Geht's noch? Erstens, das Wort behindert als Beleidigung zu nutzen, ist schon mal unter aller Sau. Excuse me? Wir haben 2022. Zweitens, die Klimaaktivisten als Klimaterroristen zu bezeichnen, ist schon mehr als kritisch. Das ist nämlich absolut rechte Propaganda, wie sie auch die AfD verbreitet. Vor unser aller Augen gründet sich eine grüne RAF. Klimaterroristen sind am Start. Die heutigen Klimaterroristen haben angekündigt, weiter eskalieren zu wollen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis nicht mehr geklebt, sondern abgefackelt und vorsätzlich getötet wird. Beziehen tut man sich dabei auf den Vergleich der letzten Generation mit der RAF, einer linksextremistischen Vereinigung. Und wenn jemand ein Interesse hätte, eine linksextremistische, terroristische Vereinigung im Auge zu behalten, dann ist es der Verfassungsschutz. Und was sagt der Chef des Verfassungsschutzes dazu? Verfassungsschutzchef zu letzte Generation. Klima-RAF ist Nonsens. Der Verfassungsschutzpräsident sieht die letzte Generation nicht als extremistisch an. Also ist es vollkommen absurd, die letzte Generation als Klimaterroristen zu bezeichnen. Der nächste Kommentar ist unter meinem Video über Isam Bayan und Katar. Er bezieht sich hierauf. Häusliche Gewalt und Vergewaltigung sind in Katar legal? Das macht er anhand von ein, zwei Beispielen fest, die in den letzten Jahren passiert sind. Heißt das, Pädophilie ist im Christentum jetzt auch legal, weil es da einige Fälle gab? Was ist das für eine Schlussfolgerung? Schon mal dazu, es sind definitiv mehr als ein, zwei Beispiele. In der Quelle von Rezo zu diesem Thema findet man eine Studie, die von mehreren hunderten Frauen redet. Außerdem ist es billiger Whataboutism zu sagen, ja, aber was ist denn mit dem Christentum? Aber von mir aus, ja, im Christentum scheinen Pädophilie
kriminelle Handlungen nicht so verboten zu sein, wie sie es sein sollten. Und jetzt? Der Kommentar. Was redest du da? Im Christentum ist das strikt verboten. Die Bibel verurteilt es. Beim nächsten Mal recherchiere mal lieber. Bist auch nicht viel besser als Isam. Hä? Das ist halt übertrieben ironisch. Wisst ihr auch warum? Die Person selbst argumentiert genau wie Isam. In Katar ist Vergewaltigung ja auch geboten, gibt ja das Gesetz. Damit etwas wirklich verboten ist, reicht es nicht einfach nur ein Verbot auszusprechen. Man muss auch diejenigen bestrafen, die gegen dieses Verbot verstoßen. Und wenn man sich das Oberhaupt der katholischen Kirche anschaut, also den Papst, dann kann man nicht wirklich von Bestrafung sprechen. Papst Benedikt selbst trägt an dieser augenblicklichen Schwemme an Pädophiliefällen in besonderem Maße die Schuld und Verantwortung. In diesen beiden Geheimschreiben wird die ausschließliche Kompetenz des Vatikans betont, was die Ahndung von Pädophiliefällen anbelangt. Gleichzeitig werden sämtliche Bischöfe aufgefordert, alle Pädophiliefälle ausschließlich und nur an den Vatikan zu melden. Also ja, Pädophilie ist offiziell verboten, aber wenn es jemand macht, wird es schön geheim gehalten. Das ist kein echtes Verbot. Nächster Kommentar. In meinem Tabakverbot-Video sage ich das. Also in Deutschland ist der Anteil der Raucher etwas höher. Es sind 23,8%. Also ziemlich genau dreimal so hoch wie in Neuseeland. Krass. Die Kosten pro Packung belaufen sich auf etwa 7,60 Euro, also ungefähr dreimal so wenig wie in Neuseeland. Ob da ein Zusammenhang besteht? Ja, definitiv. Der Kommentar. Bei uns in Österreich sind Zigaretten noch viel günstiger und es gibt weniger Raucher als in Deutschland. Was laberst du, Junge? Also davon mal abgesehen, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, ist das halt nicht mal wahr. Schauen wir uns folgende Statistik an. Bei 15- bis 29-Jährigen liegt der Raucheranteil bei 30,6%, bei 30- bis 44-Jährigen bei 35%, bei 45- bis 59-Jährigen bei 29,3%, bei 60- und 74-Jährigen bei 18,3% und bei über 75-Jährigen bei 4,9%. Da die Altersgruppen zwischen 15 und 59 den größten Anteil der Bevölkerung ausmachen werden und diese alle über den 23,8% von Deutschland liegen, ist der Anteil definitiv höher. Das habe ich dem Typen auch geantwortet und es kam folgende Antwort. 20,7% in Österreich. Diese Zahl kommt von vivid.at, bezieht sich aber auf Raucher, die täglich rauchen, nicht auf Raucher allgemein. Also, selbst wenn es in Österreich anders wäre, heißt das ja nicht, dass ich Unrecht habe. Denn es gibt ja noch mehr Faktoren, die den Raucheranteil beeinflussen als nur der Tabakpreis. Zum Beispiel, ob es ein Werbeverbot für Tabak gibt. Oder wie gut dort über die Risiken des Tabakkonsums aufgeklärt wird und so weiter. Aber es ist in Österreich ja nicht anders. Zigaretten sind dort günstiger, unter anderem deshalb ist der Raucheranteil höher. Unter demselben Video findet sich auch dieser Kommentar. Erstes Video, wo ich nicht zustimme. Das Verbot von Drogen hat noch nie funktioniert. Siehe Amerika und Alkohol. Siehe Marihuana weltweit. So Kommentare in der Richtung habe ich öfter gelesen, aber ich sage euch, warum man das nicht vergleichen kann. Alkohol, Marihuana und so weiter lösen einen Rauschzustand an, den die Konsumenten ja anstreben. Auch bei wenig Alkohol wird man zum Beispiel schon lockerer, die Hemmschwelle sinkt und so weiter. Der große Unterschied zum Nikotin ist also, dass das bewusstseinsverändernde Drogen sind. Hinzu kommt ja noch, dass viele Raucher ein Tabakverbot befürworten. Also, das Tabakverbot mit der Prohibition zu vergleichen ist absolut unrealistisch. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Am Sonntag kommt dann ein Video über YouTuber, die meinen Content klauen und nicht mal Credits geben. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zum Thema wie immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!